Hallo und herzlich willkommen an einem wunderschönen, sonnigen, eiskalten, klirrenden Wintermorgen bei uns in Stove. In dem heutigen Video machen wir was ganz Spannendes mit euch. Oder zumindest für mich Spannendes. Wir haben ein richtig schön durchgekühltes Auto. Wir haben ziemlich genau 0 Grad. Das werden wir gleich mal genau dokumentieren. Und dann machen wir mal gemeinsam die Heizung an und gucken, wie schnell eine Truma-Heizung dieses Auto auf Temperatur bringt. Was ist das für ein Fahrzeug? Für ein Westfalia Amundsen 600D. Warum ist der nochmal besonders? Weil es der erste Westfalia Amundsen aus dem Modelljahr 22 ist, das heißt ein sogenannter Serie 8 Ducato. Wir können uns also endlich den neuen Tacho und das neue Radio und all solche Details mit anschauen. Das schauen wir uns in dem Video auf jeden Fall alles genau an. Bevor wir damit loslegen, lassen wir jetzt mal unsere Thermometer runterkühlen auf die aktuelle Temperatur. In der Zeit habt ihr Zeit, den Kanal zu abonnieren. Das macht ihr am besten hier unterhalb des Videos, einfach unter dem Video. Die Glocke oder den Kanal abonnieren und dann die Glocke aktivieren, damit ihr auch in Zukunft immer Infos bekommt, wenn wir neue Videos veröffentlichen, damit ihr auch vielleicht wisst, wie schnell so eine Columbus-Heizung warm wird. Das kommt nämlich in Zukunft auch nochmal. Viel Spaß mit diesem Video und mit allen weiteren und jetzt erstmal ein paar Eindrücke für euch vom Amundsen 600D. Unser Versuchsaufbau, den wir uns heute überlegt haben, ist, dass wir verschiedene Thermometer haben. Ich habe so Bluetooth-Thermometer besorgt, die das Ganze aufzeichnen. Die verteilen wir gleich mal vernünftig im Auto. Das müssen wir uns überlegen, wie wir das am besten machen. Dazu habe ich bei uns aus der Werkstatt so ein Laser-Thermometer geklaut, mit dem wir gleich mal gucken können, wie warm das Ganze ist, damit wir ein bisschen die Ausgangsbasis jetzt haben. Es ist wirklich die erste richtig kalte Nacht gewesen. Ich habe eben mal kurz ins Auto geguckt. Wir haben im Auto noch deutlich Minusgrade. Die Sonne ist seit ein paar Minuten draußen und was echt krass ist, ist, wie schnell dann plötzlich doch das Eis weg ist. Wir gucken mal hier auf den Spiegel. Innerhalb von Minuten, jetzt dampft das weg, als wenn der Spiegel kocht, aber anders momentan nichts. Es ist auf jeden Fall richtig schön, so schön wie so ein Wintermorgen im Wohnmobil sein kann. Und schön wäre es, wenn es dann halt im Wohnmobil auch richtig warm ist. Aber ich kann mir jetzt vorstellen, bei Sonnenwetter an die Küste zu fahren, ein bisschen im eiskalten Strand spazieren zu gehen, richtig schön. Bevor wir damit loslegen, nee, wir machen es andersrum. Wir machen mal als erstes die Heizung an, damit die im Hintergrund ein bisschen tickern kann. Also wir gucken mal gemeinsam, wir haben jetzt hier eine Außentemperatur, wo ist mein Laserpunkt? Ich weiß nicht, ob man auf dem Video einen Laserpunkt sehen kann, aber wir haben jetzt hier sind gerade, das Blech hat außen minus 2 Grad und ich nehme einfach mal so ein paar Punkte innen drin. Da hinten die Außenwand minus 3. Ich messe nochmal in die Nasszelle rein. Da hat der Boden sogar minus 5 Grad, da ist richtig kalt. Und hier in der Sitzgruppe, die Tischplatte hat auch gerade minus 3 Grad. Das sind die beiden Thermometer, die wir haben. Die liegen jetzt hier im Augenblick in der Sonne. Thermometer 1 und 2 haben aktuell 1,8 und 1,7 Grad. Ich denke, wir platzieren mal Thermometer 1 hier in der Sitzgruppe. Und Thermometer 2 mal auf der, ja, wo packen wir das hin? Ich denke, hier einfach in die Mitte aufs Bett und jetzt kommt ihr am besten mal kurz mit rein und ich stelle mal mit euch zusammen an dem Truma CP Plus die Heizung ein, damit wir so ein bisschen gemeinsam schauen können, was da zu tun ist. Dieser Westfalia Amundsen hat das Winterpaket, es gibt beim Westfalia Amundsen so ein Winterpaket Plus, dann hat die Heizung auch eine Elektrounterstützung, die lassen wir heute aber mal ganz bewusst außen vor. Wir machen das mit der reinen Truma Dieselheizung, die drin ist. Das ist im Rahmen des Winterpakets eine 6 kW Heizung, also eine bombastische Heizleistung für so ein kleines Fahrzeug. Bedienung des Radios, sage ich schon, des Bedienteils fürs Radio. Nein, Bedienteils für die Heizung ist ganz einfach. Wir haben eigentlich Einstellungen für die Heizung, für Warmwasser, für die Betriebsart, also ob es Strom oder Diesel sein soll. Da gucken wir jetzt mal, dass das richtig eingestellt ist. Da haben wir Kraftstoff, also Diesel eingestellt. Und ich mache jetzt mal die Heizung an. Und wir machen mal eine angestrebte Raumtemperatur 25 Grad. Das bestätige ich einmal.
Dann kommen hier oben die ganzen Symbole, die da sind. Das Auto hängt jetzt am Strom, damit wir ausreichend Spannung haben. Aber heizen tun wir ausschließlich mit Diesel. Und dann können wir jetzt mal warten und können gucken, was passiert. Ich stelle mal mir einen Timer ein, damit wir immer mal wieder auf die Uhr gucken, wie viel wir haben. Timer löschen, starten. Zeit läuft los. Wir haben 0 Grad, 0 Sekunden. Gute Laune. Und dann geht das jetzt rund. So, die Heizung läuft. Jetzt gucken wir mal, wie lange das Ganze dauert. Wir haben jetzt 1 Minute 53. Wir sehen den Außenkamin hier langsam anfangen zu, in Anführungsstrichen, pumpen. Da wird es jetzt auch, kommt richtig schön warme Luft raus. Es läuft weiterhin einfach nur auf Diesel. Am Anfang, wie man sieht, immer so ein bisschen mit einer kleinen, in Anführungsstrichen, Abgaswolke. Aber das ist jetzt vor allem in der Hochheiz- oder Aufheizphase und bis die Temperatur komplett erreicht ist. Ich bin gespannt, wir werden da nachher, wenn die Raumtemperatur erreicht ist, nochmal reinfilmen. Haben wir Prognosen? Schreibt mal unten in die Kommentare, was ihr denkt, wie lange es dauert, bis das Auto richtig schön warm ist, dass wir so zwischen 15 und sagen wir mal 18 Grad Raumtemperatur am Tisch haben. Und dauert es hinten am Bett länger oder nicht? Wir werden mal sehen. Von außen haben wir hier einen ganz normalen 6 Meter Ducato. Das heißt, der Amundsen 600D, D steht ja immer für Doppelbett hinten bei Westfalia. Das ist ein ganz normaler Grundriss. Vorne die Vierersitzgruppe, in der Mitte die Küche und die Nasszelle und hinten das Bett quer. Wenn wir nachher die Raumtemperatur haben, gucken wir auch nochmal in den Heckstauraum. Aber ich will jetzt den Aufheizprozess nicht unterbrechen, damit wir ein möglichst faires und richtiges Bild haben. Das, was hier ganz schön zu sehen ist, ist, dass wir ein Maxi-Chassis haben, aber trotzdem keine Radläufe drauf. Das ist ja was wir immer wieder thematisieren. Und hier ist ein Fahrzeug, wo die Radläufe vorne wegbestellt worden sind. Das heißt, wir haben im Prinzip die schlanke Optik des Leitchassis, aber trotzdem die starken Achsen, die Felgen und alles so, wie es auf dem Maxi-Chassis ist. Das heißt, die Achsentraglasten sind auch bei dem Fahrzeug größer. Ansonsten ist es von außen ein ganz normaler Fiat Ducato. Was man auf den ersten Blick sieht oder woran ihr auf den ersten Blick von außen erkennen könnt, ob es ein Serie 7 oder Serie 8 Auto ist, um euch vielleicht nochmal abzuholen, wo die Trennung ist. Serie 7 sind die Ducatos, die bis letzten Spätsommer gebaut worden sind und alles, was Modell 22 bei den Herstellern ist, ist in der Regel auch Serie 8. Das heißt, wir haben Schadstoffklasse Euro 6D Final, also nochmal einen kleinen Tick sauberer. Von außen kaum zu unterscheiden. Theoretisch gibt es ein paar Optionen, die neu mit dazukommen, sowas wie LED-Scheinwerfer. Und das hat der Wagen aber hier nicht. Auf den ersten Blick könnt ihr es eigentlich nur am Kühlergrill sehen. Der schwarz glänzende Kühlergrill, der jetzt hier ist, ist nicht mehr durchgehend glänzend, sondern hat jetzt hier die schwarz glänzende Spange und ist in der Mitte matt. Und während der Wagen hier in Ruhe warm wird, können wir einmal kurz rüberspringen zu dem anderen Auto und ich zeige euch den Seriengrill, wie er von Haus aus aussehen würde. Und wenn ihr keinen schwarz glänzenden Kühlergrill bestellt, dann sieht das Ganze so aus. Diese schwarz glänzende Spange hier außen ist dann in Silber. Das in der Mitte bleibt aber auch bei dem silbernen Grill schwarz. Ich bin gespannt, ob man damit noch irgendwelche farblichen Spielereien machen kann, ob man das vielleicht ein bisschen absetzen kann in Wagenfarbe. Bei so einem weißen Auto natürlich nicht unbedingt sinnvoll. Aber wenn mal buntere Autos kommen, ob man das absetzen kann. Von außen gibt es ansonsten, bis auf die Scheinwerfer, wenn man die mitbestellt, keine Änderungen, die da sind. Die großen Änderungen passieren unterm Blech und vorne im Cockpit, aber das schauen wir uns an unserem Wagen drüben mal an. So, wir haben jetzt 5,5 Minuten. Wollen wir mal rübergehen und reingucken, ob man schon spürt, ob warme Luft rauskommt. Ich denke, wir gehen mal und gehen in unseren Amundsen 600D wieder rein. Also, vielleicht bevor wir auf die Temperaturen eingehen. Ich finde es jetzt noch nicht richtig viel wärmer, aber es ist schon mal ein etwas angenehmeres Raumklima, was da ist. Die Betriebsgeräusche, die ihr drinnen habt, das ist ja auch immer eine Frage, Truma Gasheizung, Truma Dieselheizung. Die Betriebsgeräusche sind jetzt im Volllastmodus im Prinzip die gleichen. Ich höre das Gebläse der Heizung, die arbeitet natürlich unter Volllast. Das hört ihr wahrscheinlich im Hintergrund jetzt auch ein bisschen rauschen. Aber gerade wenn die Heizung nicht im Vollgasmodus ist, merkt man eigentlich nicht, ob es eine Diesel- oder eine Gasheizung ist am Geräusch. Wenn nachher das Gebläse deutlich runterfährt, hört man manchmal, je nachdem wie leise die Umgebungstemperaturen ist und wo die Heizung eingebaut ist, habt ihr ja bei der Dieselheizung eine Förderpumpe und die hat so ein ganz leises Klicken, das hört man aber eher draußen. So, ich denke, die Thermometer zeigen noch nicht viel an. Ja, da sind wir noch bei 1 Grad.
hier hinten noch bei 0, irgendwas Grad. Also es geht ja gerade erst los. Wir gucken mal, was aus den Heizungsausströmern rauskommt. Wo ist mein Laser? Kannst du mit hier unter den Tisch gucken? Da haben wir den Laser. So, da haben wir aus dem Austritt ja, lockere um 20 Grad, etwas über 20 Grad. Das ist auch richtig schön warm. Ich weiß gar nicht, warum es da zwei gibt. Auch da kommt die gleiche Temperatur raus. Da halte ich nochmal die Finger davor. Also das geht auf jeden Fall schnell warm. Dann haben wir hier vorne einen Austritt. Da kommt auch schon richtig schön warme Luft raus. Was haben wir da? Ja, da ist ein bisschen kälter. Ja, 15, 16 Grad, sowas in der Größenordnung. Und der Raum, der erfahrungsgemäß am schnellsten warm wird, ist die Nasszelle. Wobei das ist hier noch nicht der Fall. Warten wir mal ab. Wir lassen den Timer mal weiterlaufen und gucken, wie schnell sich die Temperatur jetzt aufheizt und ab wann wir das richtig spüren. Aber auf jeden Fall merkt man, dass das Auto insgesamt am Arbeiten ist. Ja, dieses Auto eignet sich so besonders, um ein Video zu machen, weil er einfach sauschick von innen ist. Wir haben hier das Kunstleder, was Westfalia hier anbietet. Ihr habt ja bei Westfalia einmal immer den Serienstoff. Und dann zur Auswahl gibt es zwei verschiedene Ledervarianten. Quasi echtes Leder oder so wie das hier ist Kunstleder. Das haben wir ja in unserem Vorführer Columbus auch mit drin. Ich finde, dass man von der Haptik das kaum merkt. Und das ist so wie man sich Autoleder letztendlich vorstellt. Das ist ein sehr robustes Anfassen. Und das, was wir hier gemacht haben, um das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen, mit einer roten Kontrastnaht mit drin. Das heißt, wir haben hier an der Seite die roten Nähte, die Westfalia Windrosen in Rot und die Rautensteppung auch in Rot, um einfach nochmal so ein richtig cooles optisches Highlight zu setzen. In meinen Augen mega schickes Auto. Was insgesamt eine Stärke des Amundsen ist, ist, dass er von Haus aus auf Autarkie getrimmt ist. Das heißt, ihr habt serienmäßig in allen Westfalia Modellen immer eine Dieselheizung mit drin. Beim Amundsen, wie wir es hier haben, eine Truma-Dieselheizung. Beim Columbus eine Westfalia eigene Dieselheizung. Aber immer die Kombination aus Kompressorkühlschrank, Dieselheizung und Gas eigentlich nur noch zum Kochen. Übrigens gibt die Heizung richtig Gas. Ich kriege richtig schön warme Füße. Das kann ich so mal als positives Feedback sagen. Obwohl es eigentlich noch kalt im Auto ist. Da, wo mir eben am kältesten war durch die Außentemperaturen an den Füßen, wird es direkt richtig schön warm. Dadurch, dass wir eben dieses konsequente Umstellen Umstellen von Gasbetrieb weg auf Dieselheizung, haben wir einen sehr, sehr großen Stauraum hinten, weil wir eben nicht so viel Gasvorräte mit haben müssen. Und das merkt man dem Auto schon an. Die Heizung selber sitzt hier übrigens in der Sitzbank. Das heißt, man hat thematisch das so, dass es schneller warm wird, da wo ihr lebt, also hier im vorderen Bereich. Und früher waren die Heizungen ja oft hinten unterm Bett. Da wird es dann etwas später warm, aber da man da ja die Temperatur auch später braucht und durch die Decken so sowieso ja nicht ganz so viel Temperatur, sind, glaube ich, die meisten Autos, die neu entwickelt werden, so, dass die Heizung im vorderen Bereich platziert wird. Von der Aufteilung ansonsten aber ein ganz normaler Amundsen letztendlich, so wie ihr ihn kennt. Was Westfalia immer total gut macht, ist, dass ihr eine fest aufgepolsterte Sitzbank habt. Das heißt, ich habe hier nicht einfach nur Kissen drauf liegen, sondern ich habe das hier richtig fest drauf. Das kann ich auch aufklappen, das zeige ich euch gleich nochmal. Hier mit richtig ein bisschen Konturen mit drauf, dass es auch einen gewissen Seitenhalt gibt, der da ist. Bei Westfalia immer mit einmal Isofix hier an dem Sitz und ich glaube auch an dem. Ja, da ist auch Isofix, also immer zweimal Isofix und zusätzlich noch die Möglichkeit, hier die Sitzbank da klemmt der Gurt, du bleibst mal da unten drin, die Sitzbank aufzuklappen und von oben den verbliebenen Stauraum zu nutzen. Das ist jetzt nicht so unendlich viel, weil hier eben die Heizung und alles mit drin ist und ihr hört richtig, wie sie arbeitet. Die gibt richtig Gas, dass uns die 6 kW möglichst schnell warm machen. Spüren tut man hier noch nicht so viel, aber ich bin gespannt. Jetzt gehen die Temperaturen schon hoch. Wir haben, um mal wieder auf den Timer zu gucken, jetzt 12 Minuten rum. Da sind es 2 Grad, das ist aber auch der kalte Tisch, der abstrahlt. Und da hinten geht es auch langsam hoch. Aber interessanter ist, was wir hier für gefühlte Temperaturen haben. Da sind es jetzt schon 6 Grad, da waren vorhin minus 3. Ja, hier, da habe ich gesessen, da sind 14.
warmer Hintern, warmes Polster. Das, was toll ist bei Westfalia, ist, dass ihr ja immer eine große, oder bei fast allen Autos, eine große Arbeitsfläche habt. Hier ist der Kühlschrank hier hinten unten drunter. Das ist ein normaler Kompressorkühlschrank, 95 oder 100 Liter, also ein richtig schöner großer Kühlschrank. Aber dadurch, dass Westfalia immer dieses Konzept des offenen Raums habt, habt ihr eben eine freie Blickachse von vorne nach hinten. Dadurch eine riesengroße, gefühlte Großzügigkeit im Auto. Und vor allem, wenn man arbeitet, hier eine richtig schöne Arbeitsfläche. Das Ganze gepaart mit dem Waschbecken hier vorne, mit dem integrierten Kochfeld, so dass man einfach hier vorne zwei vernünftige Flammen hat. Dahinter ein kleines, aber ich glaube für so ein Auto vernünftig großes Waschbecken. Und das, was schön ist, ist eben, wenn man hier Dinge sauber halten will, das kann man einfach alles rausnehmen. Man könnte den Schmutz einfach ins Waschbecken wischen. Also man muss da nicht kompliziert irgendwelche Dinge irgendwo rauspulen. Und wenn der Deckel drauf ist, ja auch alles optisch schön und elegant gemacht. Wem die Arbeitsfläche noch nicht reicht, der hat hier vorne nochmal eine Zusatzarbeitsfläche, die auch richtig schön robust ist und mit einem Handgriff letztendlich wieder reingeklappt ist und da auch verschwindet. Und das Ganze in so einem skandinavischen Look. Ich finde überhaupt die ganzen Oberflächen mit diesem ja, gekalkten Holz und den etwas, das ist kein Reinweiß, sondern so ein leicht gebrochenes Weiß, weißen Fronten abgehoben, passt das schon vernünftig. Hier oben oberste Schublade, Besteckschublade bzw. für viel Kleinkram einfach eine sehr große Schublade. Darunter zwei für Töpfe und weiß ich was das Herz begehrt, alles letztendlich mit drin, aber auf jeden Fall eine große Küche. Und was bei Westfalia ja auch sehr viel an Raumgefühl ausmacht, ist, dass dieser Schrank nicht vorgezogen wird. Ihr habt in fast allen Fahrzeugen habt ihr eben die Variante so, dass die Schränke hier vorgezogen sind und dadurch wird es hier vorne natürlich deutlich enger. Jetzt kann ich mich hier, mal abgesehen davon, dass ich einen Drehwurm kriege, vernünftig in der Mitte umdrehen und habe das eben nicht im Weg. Und auch wenn die Schiebetür auf ist, wenn ich in der Küche stehe, habe ich einen ganz klaren Blick nach draußen und habe das richtig schön. Ansonsten haben wir hier ein paar offene Ablagen und dann die ganz normalen Schränke. So, 15 Minuten. Ich denke, wir machen jetzt mal einen kurzen Zeitsprung. Warten mal 5 Minuten und in 5 Minuten holen wir euch wieder dazu und gucken mal, wo wir temperaturmäßig gerade stehen. Willkommen im Spa-Bereich des Westfalia Amundsen 600D. Komfortabel, groß genug für eine Person, aber man sollte nicht mit großen Familien anreisen. Prinzipiell ist es eine normale Kastenwagentoilette. Ihr habt hier ausreichend Raum, als eine Person vernünftig zu sitzen. Ich mache mal kurz die Tür zu, um zu gucken, ob das auch geht. Guck mal, auch das funktioniert hervorragend. Die Tür ist ungefähr hier. Das heißt, selbst ich sitze jetzt auf der Toilette, ich habe es total komfortabel und ich habe Raum in alle Richtungen, so viel Raum, wie ich brauche. Westfalia verfährt ja immer nach dem Prinzip, zwar einen Duschvorhang zu haben, den aber nicht umlaufen zu haben. Das heißt, wenn ihr duscht, wird der nur zur Tür reingeknöpft. Dadurch hat man nicht diesen, ich sag mal, Kamineffekt, dass sich der Duschvorhang an einen selber so anschmiegt, wie man das bei umlaufenden Duschvorhängen kennt. Und im Columbus ist das gleiche Prinzip, da habe ich jetzt ja schon diverse Male drin geduscht. Das funktioniert auch als großer, kräftiger Mensch. Duschen im Kastenwagen ist immer ein Kompromiss, alleine schon, weil der Wasserdruck nicht so schön ist, wie man ihn gerne hätte. Aber wenn die Entscheidung ist, mit wenig Wasserdruck duschen zu können oder mit viel Wasserdruck gar nicht duschen zu können, dann ist es eine komfortable, tolle Lösung. Und gerade wenn wir so Familienfest und solche Dinge haben, dann nutzen wir die Nasszelle da drin auch wirklich. Wenn ein Campingplatz eine saubere Nasszelle hat mit einer tollen Dusche, ganz ehrlich, dann gehe ich da natürlich auch hin und seit wir mit Kindern reisen, sind wir ja auch viel mehr auf Plätzen unterwegs. Was hier grundsätzlich von der Aufteilung auffällt, ist, wir haben kein Fenster in der Nasszelle bei Westfalia, sondern die Dachhaube oben. Das ist eine richtige Klarglashaube, 40x40, die man richtig aufstellen kann. Da zieht die Luft vernünftig weg. Da könnte man auch einen Ventilator einbauen, wenn das mal gewünscht ist. Und hier haben wir, ich hoffe, das könnt ihr so einigermaßen sehen, ein großes Fach hinter dem Spiegel. Und der Spiegel, das ist anders als beim Columbus, der oft ja hier die Fenster hat, ist auch so, dass auch kleinere Menschen vernünftig in den Spiegel reinschauen können. Ansonsten eine ganz normale Duscharmatur, ein paar kleine Ablagen, also alles eine praktische, schöne, gute Lösung. Und ich mag das Holz, fällt mir immer wieder auf. Das passt hervorragend zu allem anderen. Auch hier ist das nicht so ein rein weißes Waschbecken, sondern alles so ein bisschen gebrochen.
Und damit passt das hervorragend zusammen. Das ist irgendwie für mich ein guter Kompromiss aus modern, aber doch gemütlich. So, kleiner Temperaturcheck zwischendurch. Wir haben seit Heizung an jetzt 21 Minuten. Nochmal zur Auffrischung. Wir haben bei 0 Grad angefangen. Einmal losgelöst von dem, was wir jetzt gleich messen. Es ist spürbar eine andere Temperatur. Es ist, fängt an, richtig schön zu werden. Die Fingerspitzen tun nicht mehr weh, weil es kalt ist. Sondern es ist gemütlich und schön. Es dauert natürlich lange, bis so ein Möbelbau durchgeheizt ist. Der Tisch ist hier noch, den kann ich anfassen, der ist noch kalt. Aber sogar das Thermometer, was auf dem Tisch liegt, zeigt inzwischen 6,5 Grad an. Wir haben, wo ist mein Laserpunkt? Hier unterm Tisch, die Bodenplatte hat 19 Grad. Der Heizungsaustritt da hinten kommt weiterhin mit so um 20 Grad raus. Wir können, was ich ganz hier oben bei mir an der Nasenspitze ist, gefühlt richtig schön warm. Die Decke hat jetzt schon 12 Grad. Man merkt aber auch, das muss man auch ganz klar sagen, umso weiter ich von der Zentrale der Heizung hier vorne weggehe, hier hinten, gefühlt geht die Temperatur hier 2-3 Grad runter. Ah, das passt sogar einigermaßen. Das Thermometer dort fängt jetzt langsam an hochzulaufen, hat jetzt knapp 4 Grad. Und mal gucken, was haben wir hier an der Decke? Hier an der Decke haben wir 9 Grad. Ja, sind auch zwei. Guck mal, hier, ich bin Thermometer. Ich habe heute Morgen Thermometer gefrühstückt. Ich spüre, wie die Temperatur um mich rum ist. Ein sehr feinfühliger Mensch. Nein, Fakt ist, dass es natürlich hier hinten deutlich länger dauert, bis es warm wird. Bevor wir uns jetzt dem Cockpit widmen, schnapp ich mir nochmal meinen Zettel und erzähle euch so ein bisschen darüber, was hier preislich vor uns steht, damit ihr eine grobe Idee habt. Also, wir haben einen Amundsen 600D, Modelljahr 22, 140 PS. Grundpreis für so ein Fahrzeug ist ungefähr 50.000 Euro, dafür kann er schon eine ganze Menge. Aber um euch das Leben leichter zu machen, hat Westfalia gedacht, wir packen mal die Dinge, die die meisten Leute nehmen, in drei Pakete zusammen. Es gibt ein Amundsen Plus Paket. So ein Paket habt ihr im Prinzip bei nahezu jedem Hersteller. Bei Pössl heißt es All-In-Paket, bei Lastrada heißt es Technik-Paket 1. Bei den anderen Herstellern hat es überall ähnliche Namen. Das deckt so ein bisschen die Basics ab. Da kommt man ehrlicherweise bei den meisten Herstellern auch nicht drum herum. Bei Westfalia sind aber auch sinnvolle Sachen mit dabei, wie ein Ladebooster und solche Dinge, die ihr braucht. Dann, und das ist wirklich ein Komfortpaket, also auch keine Zwangsoption oder sowas, gibt es ein Westfalia Komfortpaket für den Amundsen. Das hat unter anderem die Außendusche mit drin, also mit warmem Wasser und Kaltwasser, eine Solaranlage mit drauf, die Truma iNetbox, das heißt, ihr könnt die Truma-Heizung über eine App entweder im nahen Bereich per Bluetooth oder weiter weg über SMS steuern. Die zweite Wohnraumbatterie, Lederlenkrad, elektrisch anklappbare Spiegel und Parkpiepser hinten. Und dann das dritte Paket, was man haben kann, das ist auch in diesem Fahrzeug mit drin, das Winterpaket Plus. Der Wagen hat serienmäßig immer eine Dieselheizung. Mit dem Winterpaket habt ihr aber eine 6 kW Dieselheizung, also eine etwas leistungsstärkere Heizung. Zusätzlich die 230 Volt Heizpatrone, also wenn ihr auf dem Campingplatz angestöpselt seid, könnt ihr zu der Heizleistung, die wir jetzt eh schon haben, die sowieso schon mega ist, noch zusätzlich Strom mit reinfeuern und damit die Heizleistung verstärken oder alternativ, um Diesel zu sparen, nur mit Strom heizen. Das hat dann ein bisschen weniger Leistung, funktioniert aber eben auch sehr gut, um vor allem so mittlere Temperaturen abzufangen. Dann ist da ein Abwassertank zusätzlich beheizt mit drin und zusätzliche Isomatten für die Frontscheibe, für die Hecktür und die Sitzheizung für Fahrer, Beifahrer, auch mega komfortabel, ist da auch mit da drin. Wenn man die drei Pakete hat, dann ist man mit der Amundsen-Konfiguration eigentlich fertig. Dann müsst ihr euch nur noch Gedanken drüber machen, was möchtet ihr denn Fiat-seitig haben. Hier haben wir dann das Maxi-Chassis, hier haben wir das 7-Zoll-Radio und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Die schauen wir uns aber jetzt nochmal an, weil das eben, wie gesagt, ein Serie 8 Ducato ist und damit er, finde ich, verdient hat, einen richtig genauen Blick ins Cockpit zu werfen. Und da gehen wir jetzt einfach mal die Funktion vom Radio durch, weil es auch das allererste Mal ist, dass ich mir so ein Serie 8 Radio, das neue 7 Zoll Radio vom Ducato, genauer anschaue. Und wie das aussieht, das schauen wir jetzt. Wenn ich den ersten Blick ins Cockpit werfe, ist es so, dass die Grundfunktionen, glaube ich, alle genau da sind, wo sie sind. Das, was mir am meisten auffällt, ich sage das jetzt einfach mal vollkommen ungefiltert und ich hoffe, das ist kein großer Quatsch, ist, dass wir komplett neu die Lenkradbedienelemente haben. Das ist alles anders, als es vorher war. Und die Tachoeinheit komplett neu ist.
Das ist jetzt der normale Tacho, also der Serientacho, der kommt. Es gibt dazu, das werden wir in einem der nächsten Videos sicherlich auch mal haben, noch einen digitalen Tacho, dass dort noch mehr Funktionen reingehen. Ansonsten ist die Aufteilung dieselbe. Die Einheiten hier sind alle so, wie wir sie vorher kannten. Und auch die mittlere Einheit ist hier sehr ähnlich. Die Funktionen sind die gleichen, Warnblinker, beheizbare Außenspiegel. Was neu dazugekommen ist, und das finde ich ganz charmant, ist, dass wir einen Lautstärkeregler fürs Radio hier unten im Armaturenbrett mit haben. Und die anderen Knöpfe kennen wir schon von vorher. Zentralverriegelung von innen bedienen, Traction Plus aktivieren und deaktivieren und die Bergabfahrhilfe, dieses HDC, Hill Descent Control. Ich habe hier also auf der Seite die komplette Steuerung für den, ich nenne das jetzt mal Bordcomputer und alles, was da ist. Und hier auf der rechten Seite, so wie ich das sehe, die Steuerung für den Tempomat, der mit da ist. Da vielleicht noch eine kleine Background-Info. Es ist momentan viel Thema Abstandsregel-Tempomat. Fiat hat sich leider, muss man sagen, entschieden, den Abstandsregel-Tempomat, obwohl er lange versprochen war, fürs Modelljahr 22 komplett zu streichen. Das heißt, alle Fahrzeuge, wo er mitbestellt wurde, informieren wir gerade die Kunden, dass er leider nicht verfügbar ist. Wir wissen auch nicht, wann und warum, also warum er jetzt nicht kommt und ab wann er kommen wird. Früher oder später wird er hoffentlich da sein. Zusätzlich zu den Knöpfen hier oben haben wir aber auch auf der Rückseite hier noch Knöpfe mit dabei. Einmal habe ich hier Lautstärkeregler fürs Radio. Und was hat, da ist noch ein Knopf? Achso, das ist ein Mute-Knopf. Und auf der anderen Seite, damit kann ich dann Titel oder Sender vor und zurück. Also insgesamt finde ich es besser aufgeteilt. Wir haben deutlich mehr Knöpfe, PKW-like ist es so ein bisschen. Und durch die Trennung hinten Radio, links Bordcomputer, rechts Tempomat, finde ich das thematisch auch sauber und gut verteilt. Mal gucken, aber ich glaube nicht, dass die Lenksäulenverstellung, nee, das ist weiterhin so wie gehabt. Das heißt, ihr könnt das Lenkrad beim Ducato auf der Achse weg und zu euch hinstellen. Den Rest müsst ihr aber über die Sitze regeln, so wie das bisher auch schon gewesen ist. Leider keine Höhenverstellung mit dabei. Ansonsten hat sich so viel vom Ducato nicht geändert. Die Formsprache ist alles ein bisschen anders hier. Es sind so ein paar neue kleine Applikationen, aber die Klimaanlagensteuerung ist die gleiche. Das heißt, ihr habt weiterhin die Wahl zwischen der manuellen Klima, wie ihr es hier habt. Die automatische Klima sieht optisch nachher so ein bisschen aus wie das, die ändert sich ein bisschen. Steckdosen sind auch die gleichen. Wir haben hier einmal USB, oh, guck mal, nochmal was Neues. Da haben wir einmal USB normal und einmal USB, ist das USB-C? Ich glaube ja. Auf jeden Fall modernen USB und daneben ganz klassisch eine 12-Volt-Steckdose. Wir haben hier einen relativ einfachen Schnellzugriff, gibt so eine Home-Taste. Jetzt läuft hier gerade Radio, da habe ich... Oh, guck mal, ist auch total schnell reagierend, wie schneller die Sender wechselt. Jetzt haben wir kein Telefon verbunden. Das scheint aber auch einfach zu sein. Jo, das machen wir. Ach, guck mal, das machen wir doch einmal hier gleich gemeinsam. Kopplung am Telefon oder Bluetooth-Gerät starten. Ich gehe mal hier in meine Einstellung, mal gucken, ob es schon zu sehen ist. Hue Connect ist auch schon zu sehen. Dann haben wir das hier auch schnell verbunden. Bitte bestätigen Sie, jupp, das ist koppeln, das ist alles richtig, aber keine Kontakte erlauben. Und dann haben wir das auch schon gekoppelt. Ja, möchten wir. Guck mal, sogar CarPlay haben wir mit dabei. CarPlay verwenden. Also auch das ist schnell fertig gekoppelt. Dann haben wir hier die grundsätzlichen Medien- und Musikeinstellungen. Oh, gestern Abend zum Einschlafen wieder Radio-Tatort gehört. Und dann haben wir hier die Fahrzeugdaten, Tripcomputer, Steuerung. Was haben wir da noch? Einstellungen. Insgesamt auf jeden Fall eine schöne Sache. Und wir holen das nochmal ganz ausführlich in einem separaten Video nach, wenn wir das neue 10 Zoll und das 7 Zoll Gerät beide auf dem Hof haben, damit ihr die einzelnen Unterschiede dazwischen auch nochmal sehen könnt. Aber jetzt gucken wir nochmal nach der Temperatur hinten und schauen mal, wo wir gerade stehen. Also, 40 Minuten später, bei 0 Grad angefangen, haben wir in meinen Augen ein Auto, mit dem ich jetzt in Urlaub starten könnte, erreicht. Eine super komfortable Raumtemperatur. Natürlich, der Möbelbau ist durchaus noch, die Wände sind alle noch kühl, wenn ich das so anfasse. Aber insgesamt ist es einfach warm. Ich habe warme Füße, ich habe warme Finger, ich fühle mich wohl. Unsere Thermometer, das da vorne, zeigt aktuell 13 Grad an. Hier hinten ist es wie vorhin immer noch so, dass es deutlich kühler ist.
Hier haben wir jetzt aktuell 9 Grad auf der Matratze, aber insgesamt die Lufttemperatur dürfte hier viel wärmer sein. Hier an der Decke haben wir schon 14, 15 Grad. Was haben wir hier? Ich mache mal so hier 16 Grad auf dem Boden. Der Heizungsaustritt hier hat schlanke 34 Grad, also durchaus kuschelig. Und was hatten wir noch hier? Die Temperatur. Hier haben wir jetzt an der Decke aktuell 18 Grad. Also dafür, dass es draußen echt bitterkalt ist, ist es total angenehm. Was für mich eine erstaunliche Erkenntnis ist, normalerweise glüht man in der Nasszelle weg. Vor allem bei den Autos, wo die Heizung hinter der Toilette ist und die warme Luft nach vorne geht, weil das immer der kürzeste Weg ist. Hier ist es eine angenehme Raumtemperatur, aber nicht so heiß. Was haben wir hier? Wand 17 Grad, Toilettendecke 14 Grad. Also mit dem nackten Hintern auf die Brille ist immer noch erfrischend wahrscheinlich, aber funktioniert. Ich würde vorschlagen, wir lassen jetzt einfach mal das Auto nochmal, was haben wir jetzt gesagt, 40 Minuten. Wir lassen das Auto einfach nochmal 20 Minuten weiterheizen und dann kommen wir in 20 Minuten nochmal wieder und gucken uns wieder an, wie das dann ist. Weil dann können wir auch gemeinsam hinten die Klappe aufmachen. Da will ich jetzt noch nicht mit euch reinfilmen, um die Temperatur nicht rausfallen zu lassen und unseren tollen Versuchsaufbau quasi wieder kaputt zu machen. So, weitere sind 25 Minuten geworden, weil noch das ein oder andere Detail drin in der Werkstatt zu klären war. Wir haben jetzt seit Heizung an bei 0 Grad 1 Stunde und 9 Minuten. Ich könnte einfach in T-Shirt und kurzer Hose hier im Auto sein. Mir glühen die Füße schon nach kurz wenigen Minuten im Auto. Es ist richtig warm. Wir haben hier auf dem Tisch jetzt 21 Grad Raumtemperatur. Wir haben hier hinten, da geht es einigermaßen, 15 Grad. Da ist noch ein bisschen kälter. Aber das, was für mich entscheidend ist, ist hier, wo ich stehe. Wir haben hier an der Decke jetzt 24 Grad. Ich nehme mal so ein paar Punkte da unten. 37 Grad auf der Bodenplatte, da wird ein bisschen kälter. 34, 35 Grad. Das haben wir in der Nasszelle. Auch auf dem Boden 20 Grad. 25 Grad Wandtemperatur. Und hier hinten an der Decke, dann haben wir das auch nochmal, da sind inzwischen auch 21 Grad. Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, nach einer Stunde ist das Ding richtig, richtig warm. Jetzt gehen wir nochmal außen rum, gucken uns nochmal an, wie das an der Heizung jetzt aussieht. Das hatten wir ja eingangs besprochen, dass wir das schauen wollen. Und dann machen wir jetzt, wenn es so schön warm ist, die Tür auf und gucken mal, wie groß der Stauraum ist, weil das ja eine große Besonderheit des Amundsen 600D ist. So, raus in die Kälte, dann können die Füße auch wieder atmen. Also, Heizung läuft noch, ihr hört das, die läuft noch immer unter voller Leistung, weil wir auch alles, hier kommt richtig warme Luft raus. Das, was am Anfang so ein bisschen dieses, ich nenne das mal rauchige war, ist komplett weg. Rieche ich, ob es eine Dieselheizung ist? Puh, weiß ich nicht genau, im Prinzip schon, aber ich mache mehr Abgase als die Heizung. Nein, natürlich nicht. Aber ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie nervig eine Dieselheizung ist, dass man das wahrnehmen würde, wenn man sich darauf konzentriert. Ja, ich kann riechen, dass es eine Dieselheizung ist. Stört mich das? Nein, auf gar keinen Fall. Das, wo man es tatsächlich manchmal merkt, ist, wenn ihr im Sommer warmes Wasser macht, es windstill ist, dann geht die Luft, gehen die Abgase ja nicht weg. Dann riecht man manchmal so ein bisschen, dass es eine Dieselheizung ist. Soweit ist aber in Ordnung. So, das ist hier Strom, das ist Toilette, das kennen wir alles aus allen anderen Autos. Was halt spannend ist, ist einmal, wie viel Kraft die Sonne hat. Guckt mal mit auf den Boden. Hier im Autoschatten ist der Boden noch richtig gefroren. Da ist schon Frühling und da ist schon Frühling. Also insgesamt alles in Ordnung. Aber spannend ist, hast du einen Schlüssel in der Tasche? Hervorragend. Ich räume uns das hier mal frei. Auch hier, boah, da kommt eine warme Wolke raus. Also, das, was ich euch zeigen wollte, ist einmal, wie groß der Stauraum ist. Wir haben hier alles offen, weil wir eben wenig Gas haben. Wir haben hier in der Diagonalen, einfach von links nach rechts, 1,86 Meter und unter der Matratze hier 84 cm. Ein bisschen müsst ihr zum Durchladen hier vorne abziehen, aber insgesamt ein Riesenraum. Hier vorne 78 cm und wo kann ich hier mal gut durchmessen? Da ungefähr 1,32 Meter. Insgesamt seht ihr dort links den hellgrauen Kasten. Das ist der Gaskasten. Da passt eine 11 Kilo Flasche rein. In der Regel haben wir da 5 Kilo Flaschen mit drin. Und hinter dem Kasten habt ihr den Frischwassertank.
Das alles ist dann einfach ein sehr, sehr großer Stauraum. Ihr könnt das ganze Lattenrost hier rausnehmen, über das andere stapeln. Das heißt, man könnte auch ein Fahrrad reinstellen, wenn einer von euch vielleicht mal ein Rennrad oder Mountainbike-Rennen fährt. Davor kann man trotzdem schlafen. Und dann habt ihr hier von links nach rechts 1,95 Meter und in der Breite 1,40 Meter. Zusätzlich wird es aber am Oberkörper gefühlt natürlich noch mal eine ganze Ecke breiter, weil man ja den freien Blick hat, den wir von innen auch schon thematisiert haben. Also wenn ihr von hier, ich kann bis zum Beifahrersitz einfach nach vorne gucken. Insgesamt, Zusammenfassung, Westfalia Amundsen 600D. In meinen Augen, zum einen wissen wir ein Auto, was schnell warm wird, auch wenn es draußen kalt ist. Was ich aber toll finde, ist, dass es freundlich, hell, gemütlich, irgendwie ein gesunder Kompromiss aus technisch modern, was so Westfalia Ansatz ja immer wieder ist, aber gleichzeitig noch ein bisschen gemütliche Farbtöne mit drin hat. Also für mich ein Fahrzeug, eine ernsthafte Alternative in dem 6-Meter-Bereich. Und dazu, das darf man in dem ganzen Zusammenhang ja auch immer wieder nicht vergessen, in dem Westfalia Kosmos einfach auch eine verhältnismäßig günstige Variante. Unterm Strich einfach ein schickes Auto, was mir gut gefällt. Ja, wenn ihr mal einen Amundsen konfigurieren wollt, kommt gerne auf uns zu. Ansonsten seht ihr auf unserem Kanal ja auch alle anderen Westfalia, die zur Verfügung stehen und natürlich auch die Alternativen von La Strada und Pössl zum Beispiel, die mit ähnlichen Grundrissen da auch in Frage kommen. Also wenn euch dieser Grundriss gefallen hat, ihr aber sagt, dürft noch ein Euro günstiger sein, dann schaut euch vielleicht einfach nochmal ein Pössl Twin S Plus an. Das Video findet ihr unten auch verlinkt in der Beschreibung. Und wenn ihr meint, das gefällt mir gut, aber ich hätte es gerne ein bisschen weißer und vielleicht mit einer Warmwasserfußbodenheizung zum Beispiel, dann schaut euch einfach mal einen Columbus 601 von Westfalia an. Das wäre eine Nummer on top. Ja, insgesamt hoffe ich, ihr hattet auch Spaß, habt ein bisschen was wie ich gelernt, wie schnell so eine Truma-Heizung so ein Auto warm macht. Ich werde jetzt noch ein bisschen den Sonnenschein genießen. Da machen wir uns Gedanken, was wir für euch als nächstes filmen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch im nächsten Video. Bis bald und schöne Grüße aus Stove.